So, der Tunnel noch. Bei dem Tunnel werde ich nur einen einzigen Brick von nehmen. Weil ich weiß nicht, was dann alles jetzt gleich runterstürzen wird, während der hier unten alles weghaut. Da ist es besser, ein ordentliches Aufräumsquad zu haben. Ja, da ist alles im Umkreis, wobei ich könnte es auch auf die Seite schieben. Nein. So. Also ja, ich glaube, die beiden werden da oben hängen bleiben. Einfach weil die schweben können. Mal sehen, was noch alles da oben hängen bleibt. Da werde ich halt einfach eine Treppe da oben hinbauen und gut ist. Ja, und da fängt es an wegzubröckeln. Bitte alles einsammeln. Danke. Na, der hat sogar schon keine Lust mehr. Na gut, für... Da. So, da bin ich genau drunter. Muss ich gucken. Macht mein Tunnelarbeiter noch was? Nein, warum nicht? Ach, wahrscheinlich, weil wieder Brimstone voll ist. Wobei du nicht du. Du da. Schmeißen wir mal Brimstone weg. Brimstone und Eisen. Keine Ahnung, warum er den Brimstone immer so um sich verteilen muss und das Eisen schmeißt er direkt vor sich weg. Ah, jetzt aber zurück zu unserem Bauproblem hier. Ja.
So. Nur noch bricht verhältnismäßig wenig weg. Jetzt bricht mal ordentlich was weg. Kommt, Jungs, einsame Zeit. Und schon haben wir wieder Brimstone und Eisen. Na, ein bisschen Micromanagement. Los, Jungs, nicht auf der faulen Haut rumliegen. So, hilf mal wieder ein bisschen mit. Ja, wie ich sagte, die beiden schweben, weil irgendwie die Schwerkraft für die nicht gilt. Aber komischerweise nur für die Fullblöcke, für die Treppen nicht. Die bröckeln einfach mal weg, wenn nichts mehr drunter ist.
bin echt mal gespannt, wie lange das hier noch hebt. Ach, Hüte heißt schon wieder voll. So, und wieder ist was weg. Wir brauchen. Ja, und jetzt schweben sie frei. Komm du mal her, wir räumen hier ein bisschen besser auf. Naja gut, wenn du hier schon Brimstone hast, dann kannst du auch eine ganze Ladung mitnehmen. So, den Tunnel brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil viel steht da nicht mehr. Ich mache das jetzt manuell. Dass sie nämlich jetzt erstmal die Zeit haben, das, was hier sowieso rumliegt. Oh, seid ihr fertig? Ah, ihr seid fertig. So. Das heißt, ich plane den nächsten Flatten-Task schon mal. Hier. So. Aber eins weg. So.
Na, sammelt den Rest noch auf. Und du hau mal weg. Flonk. Ja, das war doch sehr befriedigend. Oh, und wir haben wieder keinen Platz. Das ist das Problem. Das heißt, unser Cleanup-Squad sollte sich Steine schnappen und sie verbrauchen. So, das heißt, ich kann das nochmal hier rüber verschieben. Kann mir die Jungs schnappen und denen nochmal sagen, sie sollen hier aufräumen. Alle dann bitte an die Arbeit wieder. Hydra, du entsorgst noch einmal für uns hier die Sachen. So. Dann kannst du beim Flatten helfen und wir planen jetzt noch den Quarry, den nächsten. Nicht so groß. Auch eher so die Richtung. Wir in die Richtung hier. Ja. Eins noch in die Richtung. Oder sagen wir zwei in die Richtung. Dass wir es wieder so haben wie hier drüben. Ja. Na, Treppe brauchen wir schon. Eine gute Treppe. Ja. Gut. Damit ist der Quarry geplant, der nächste. Erstmal müssen wir aber, gleichzeitig müssen wir aber auch das hier loswerden. ja. Gut. Gut. Hier sind alle fleißig bei der Arbeit. Der Berg ist jetzt weg. In Schnellmanier. Ja, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Projekt 2, Safe Override.
Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.